Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem September. Und weil es nicht so viel, eben nur ein Buch im September gewesen ist, zu meinem Lesemonat, den packe ich mit dazu. Ja, als allererstes möchte ich euch von Todd Caligalicano Magic Guardian, Guardians, ja, der Fluch des Greifen heißt das Buch. CBJ Verlag, ja, ich lese euch das mal hier vor. Fantastische Tiere, ferne Länder und eine Welt in Gefahr. Sam London ist völlig gewöhnlich, geradezu unbesonders, wie er es ausdrückt. Doch das ändert sich schlagartig, als er geheimnisvollen Hinweisen folgt und plötzlich vor einem waschechten Greifen steht. Bevor er sich's versieht, steht er mitten in einem gefährlichen Abenteuer, das ihn in die entferntesten Winkel der Welt und zu einem geheimen Institut führt. Dort erfährt er, das unglaubliche, magische Wesen gibt es tatsächlich und sie leben unter uns. Ein mächtiger Zauber schützt sie und hält sie vor der Menschheit verborgen. Doch dieser Zauber ist nun in Gefahr und es ist an Sam, ihn und die Welt der magischen Wesen zu retten. Ja, finde ich wirklich super interessant und es hört sich für mich richtig cool an. Deswegen habe ich diesen Buchtipp mir auch gleich geholt. Richtig, richtig interessant hört sich das an. Hat insgesamt so an die 440 Seiten, 430 so in dem Dreh. Und hat ein cooles Cover. Ein Auge. Also das Auge von einem Greifen, würde ich mal sagen. Jo. Das ist das erste Buch. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, ich habe die aktuelle Reihe von Sonja Keiblinge neulich ja gelesen. Und die hat mich so fasziniert und mir so gefallen, dass ich jetzt von der Sonja ein paar Bücher mehr lesen will. Und deswegen habe ich mir auch Tulpen und Traumprinzen verliebt in Serie. Ich weiß gar nicht, ob jetzt welcher Teil der Reihe Rosen und Seifenblasen verliebt in Serie. Eben verliebt in Serie. Diese Reihe habe ich mir geholt. Welcher ist denn hier der erste Teil? Ich glaube der. Aha. Deswegen, ich lese euch das mal vor. Die 14-jährige Abby ist genervt. Ihre Schwester ist süchtig nach der kitschigen Seifenoper Ashworth Park. Abby und ihre Freundin Morgan können sich über die Geschichte rund um die englische Adelsfamilie Ashworth nur kaputt lachen. Doch als Abby auf unerklärliche Weise selbst in der Serie landet, findet sie das Ganze nicht mehr so witzig. Tag für Tag zur selben Sendezeit beginnt sie zu flackern und findet sich kurz darauf in Ashworth Park wieder. Steht sie selbst im Zentrum von Intrigen, Liebschaften und Familiengeheimnissen. Und zu allem Übel verliebt sich Serienschönling Julian ausgerechnet in Abby. Das Chaos ist vorprogrammiert. Wenn das wieder genauso cool und interessant geschrieben ist wie die aktuelle Reihe von Sonja Keiblinge, kann ich mich echt, glaube ich, auf was freuen.
Ich habe auch ehrlich gesagt richtig viel Gutes über die Reihe, über diese Trilogie, glaube ich, ist es, gehört. Deswegen, ich habe mir gleich alle drei Teile geholt. So. Tulpen und Traumprinzen, Lilien und Luftschlösser sind die anderen beiden Teile. Ja, ich bin sehr gespannt. Mehr will ich jetzt auch gar nicht vorlesen, was hier so weiter passiert, könnte zu sehr spoilern, denke ich mir. Deswegen lasse ich das mal. Ja, das waren die ersten vier. Und jetzt kommen wir zu einem Buch. Das ist ein kleines bisschen was Besonderes, weil der Buchautor ein langjähriger Freund von mir ist. Und ja, ich den Thomas Meyer, so heißt der Gute, ja, jetzt auch schon ein paar Jahre kenne. Bisher hat er sich eher als ja, Drehbuchautor hervorgetan, denn er hat ja, glaube ich, schon 4 Drehbücher geschrieben für ja, abendfüllende Spielfilme, die er allerdings ja, selber dann auch verfilmt hat und umgesetzt hat. Die kann man bei ihm auf seinem YouTube-Kanal sehen, denn manch anderen ist Thomas Meyer unter dem Synonym bzw. unter seinem YouTube-Kanal Charakter Zeo bekannt. Alter, ich dreh durch! Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ihr habt's mal wieder geschafft. Ihr seid auf dem verrücktesten Internetformat aller Zeiten gelandet. Juhu! Yeah! Na, was sagt ihr zum allerersten Video, was ich gerade gezeigt habe? Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja, schön wär's. Ja. Und Zeo, also der Thomas, der ist in seiner Kreativität einfach scheinbar nicht genügend ausgelastet und hat jetzt einen, ja, Psycho-Thriller namens Psycho-Killers geschrieben. Ja, das ist sein Erstlingswerk. Als Self-Publisher hat er es rausgebracht, bei Amazon erhältlich. Und ich lese euch ganz kurz mal hier das hier vor. Ja. Fass am besten mit beiden Händen, riet Sam mir und führte meine linke Hand wie ein Tennislehrer zur Waffe. Und halte sie gut fest. Der Rückschlag ist beim ersten Mal sehr erschreckend. Fest schlossen sich meine Hände um den hölzernen Griff des Revolvers. Du trägst Wut in dir, habe ich recht? Fragte mich Sam. Ihr Atem war so nah an mir. Sie legte ihren Kopf auf meine Schulter ab und aus meinem Augenwinkel sah ich ihren Blick. Ich möchte, dass du dich auf diese Wut konzentrierst. Die Wut wird dein Katalysator sein, um den nächsten Schritt zu verdauen. Was für eine Wut hatte ich? Wen sollte ich hassen? Sollte ich Gott hassen, weil er mir meine Eltern genommen hat? Sollte ich meine Mitschüler hassen, weil sie mich drangsalierten? Warum sollte ich diese Wut an Jaden auslassen? Er konnte nichts dafür. Dein Kopf sagt dir, dass du nicht töten darfst. Aber das ist keine Entschuldigung, die du selbst getroffen hast. Es wurde dir so beigebracht. Die Menschen brechen andauernd ihre eigenen Regeln. Schon in diesem Moment, als du geboren wurdest, wurdest du von dem Virus namens Mensch infiziert. Dieser Virus macht dich arrogant. Wir halten uns für etwas Besseres, für etwas Großartiges. Soll ich dir sagen, was wir sind? Ich wollte wirklich ihre Antwort auf diese Frage wissen. Wir sind Monster. Ihre Stimme wurde ganz tief. Wir sind Abschaum. Die meisten Menschen wollen das nicht wahrhaben. Doch ich akzeptiere meine Natur. Ich glaube, du gehörst zu den Menschen, die begreifen, dass man unsere Welt nicht mehr retten kann. Du willst wirklich weiter so vor dich hin
leben, in der Hoffnung, du könntest irgendwann glücklich werden. Dein Leben lang hast du dich unterdrücken lassen. Eine Hand wäscht die andere. In unserer Welt pinkeln wir uns gegenseitig ans Bein und wer am meisten pinkelt, hat gewonnen. Ihre Worte brannten in meinem Herzen, als wäre mein ganzes Leben nur auf diesen Augenblick ausgerichtet gewesen. Es gab nicht mehr viel zu denken. Letztendlich würde ich auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Immerhin stand ich schon mit der Waffe in der Hand da. Vielleicht würde mein Leben sogar in den nächsten Minuten enden. Sie konnten mich nicht am Leben lassen. Ich konnte ihre Namen und als kannte ihre Namen und wäre als Zeuge eine zu große Gefahr. Warum sollte ich nicht abdrücken? Warum sollte ich weiterhin ein guter Mensch sein? Es würde nur ein Zucken mit dem Finger sein und Jaden wäre von diesem Albtraum befreit. Noch ein letztes Mal holte ich tief Luft und mir ging der Satz meiner Mutter durch den Kopf. Keine halben Sachen, dann drückte ich ab. Es ist ein kleines bisschen länger. Hier oben steht noch, für Massenmörder hat eigentlich niemand Verständnis, oder? Was aber ist, wenn man ein ganzes Buch aus der Sicht eines Killers liest? Wäre es möglich, Abgründe in sich zu entdecken, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hätte? Lesen Sie ein Abenteuer ohne Helden. Ja, der Thomas, der hat das Buch scheinbar aus der Sicht des Killers geschrieben. Ja, ist für einen Psychothriller eher, glaube ich, ungewöhnlich. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich bin jetzt leider vor der Frankfurter Buchmesse nicht mehr dazugekommen, das zu lesen. Aber das hole ich, denke ich, in meinem, ich habe nach der Buchmesse noch ein bisschen Urlaub. In dem Urlaub nach der Buchmesse werde ich das wohl nachholen. Ich bin echt sehr gespannt auf dieses Debütwerk von Zeo. Ja, wie er seine Kreativität hier mal wieder ausgelebt hat. Ja, bin wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ja, es ist einfach ein echt krasser Kontrast zu dem, was Zeo normalerweise auf YouTube so macht. Ich verlinke den Kanal mal unten. Könnt ihr mal, falls ihr Zeo oder Thomas Meyer noch nicht kennt. Er macht richtig, richtig geile und lustige Videos auf YouTube. Und von dem her, wie gesagt, ist es wohl echt krasser Kontrast wieder zu diesem Buch. Genauso wie ich immer finde, dass die Filme von Thomas, von Zeo, auch ein echter Kontrast zu dem ist, was er normalerweise so auf YouTube macht. Von dem her, cool. Und alle Achtung, ich meine, ein Buch schreibt man nicht einfach mal so. Und ich hoffe, er hat Erfolg damit. Ja, das waren meine Neuzugänge und jetzt kommt mein Lesemonat. Das Vermächtnis der Arasis, die Macht der Zwei vereint. Das ist der zweite Teil aus dieser Reihe von Chrissy Catella. Ich weiß nicht, ob ich so viel erzählen kann. Um was geht's? Es geht um Talente. Talente sind ja magisch begabte Menschen. Und ja, um den großen Kampf von Gut und Böse. Ja, da gibt es nämlich die Elysie, die wollen die Welt beherrschen und die Macht an sich reißen. Und denen stehen eben die Talente gegenüber. Und hier, diese beiden hier, ja, sind die Nachfahren des mächtigen Talentes Zeus. Ja, es ist so eine Mischung zwischen griechischer Mythologie, magischen Zauberei und
ja, so, ja, ihr wisst schon, so Harry Potter ist übertrieben, also es ist, aber ihr wisst, was ich meine, so, und hat zwar mit der Geschichte von Harry Potter nichts zu tun, aber das ist so ein bisschen so, Percy Jackson trifft auf Harry Potter, so, hat zwar mit beidem nicht wirklich viel zu tun, aber nur mal so, dass er ungefähr so eine Ahnung habt, in was für eine Richtung dieses Buch oder diese Bücher gehen. Ich fand's wieder richtig, richtig cool. Ich mag die ganzen Charaktere in dem Buch. Hammer, cool gemacht, cool geschrieben. Die ganze Story hat mich schon echt gut mitgerissen, mich echt sehr gut unterhalten. Es war zwar manchmal ein bisschen, wie sagt man so schön, langatmig manches erzählt, wo ich mir dachte, komm mal zu Potte, so ein bisschen, aber das ja, ist jetzt nicht weiter so dramatisch, da gibt es weitaus Schlimmere, aber man hätte es manchmal ein kleines bisschen einkürzen können noch. Was mich aber, und das werde ich der Chrissy auch noch mal auf der Buchmesse erzählen oder nachfragen, denn ich hoffe ja, ich sehe die Chrissy auf der Frankfurter Buchmesse. Manche Dinge habe ich nicht so ganz verstanden, also so die manche Handlungsabläufe, warum jetzt bestimmte Dinge gemacht wurden oder warum bestimmte Dinge vonnöten überhaupt waren, habe ich nicht ganz so wahrscheinlich, entweder bin ich zu doof oder ich habe es einfach nicht so wirklich verstanden. So, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob das jetzt eine Unstimmigkeit in der Story an sich ist oder warum das so ist. Ich bin gespannt, wie mir das die Chrissy erklärt. Und das zum einen, denn das andere, was ich schade fand, ist das Ende. Denn das Ende, ich mag gute wie schlechte Enden, wenn sie gut sind und stimmig sind. Also, wisst ihr, und du kannst auch einen Cliffhanger in der Hinsicht einbauen, das ist gar nicht so schlimm. Nur du musst das Buch zumachen und dann zufrieden sein, beziehungsweise einfach denken, könnte ich jetzt bitte mal gleich den nächsten Teil lesen wollen, so spannend und so. Aber dann so diese abrupten und bad Cliffhanger, so, die mag ich einfach nicht. Und deswegen, man hätte es ein kleines bisschen sanfter machen können, so. Das ist so mein eigentlicher einziger Kritikpunkt, den ich so habe. Bis jetzt muss halt mal nachfragen, was mit diesen kleinen Unstimmigkeiten, die mir so aufgefallen sind, wie sich das mit denen verhält. Ansonsten, das Vermächtnis der Arasis ist echt, sind echt zwei richtig coole Bücher, die Story ist super. Bis auf eben kleine Kritikpunkte. Das waren meine Neuzugänge und mein bisschen dürftiger Lesemonat. Aber ja, ich hatte jetzt vor der Buchmesse noch ein bisschen
sehr viel Stress, arbeitstechnisch und so. Und deswegen habe ich einfach nicht mehr geschafft. Ich wollte zwar mehr, aber es ging leider nicht. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.